Also ich glaube, das ist wirklich jetzt so dieser Moment, wo wir sagen, okay, ich warte halt nochmal. Es ist jetzt Morgengrauen. Jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt eigentlich für diese Fischschließe. Wenn wir ehrlich sind. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt zum Fischen. So wie mein Schwiegervater immer sagen würde. Gerade kommt es hier raus, alles. Ach, gucken wir mal. Mhm, ich sehe, da sind ein paar. So mal. Sieht ihr die ganz unten da? Da unten sind die richtig großen. Da vorne, da ist ein richtig großer Brummer. Hauptsache, es ist mal ein riesengroßer Brummele, bitte. Oh, versuchen wir den noch den da hinten. Ich will einfach nur einen riesengroßen jetzt mit dem hier fangen. Also heißt das erstmal davor gehen. So, wir versuchen es jetzt. Versuchen wir unser Glück. So, von der Position hier müsste eigentlich ideal sein. Ja, da ist er. Seht ihr den? Wie der schon anbeißen will. Ja, jetzt beißt er an. Der beißt an. Komm, beiß. Yes! Wir haben ihn, Leute! What? Es ist schon fucking anstrengend, gerade mir. Oh, das ist ein rieses Teil! Oh fuck! Daumen smashen! Und Alter! Oh, ein Ort und Wels, nicht sonderlich beliebt. Hat zwar ein ganz süßes Gesicht, aber es ist so schleimig. Ist etwa 6 und 7. Ja, komm, wir behalten es. Aber ja, schade, hä? Ich hätte jetzt echt gedacht, da wird eher was anderes kommen, ja, aber schauen wir mal. Vielleicht kommt jetzt was. Aber anscheinend eher nicht so. Nee, nicht wirklich. Jetzt kommt dazu keiner mal. Keiner will her, keiner will zu mir. Gut, dann wechseln wir mal noch den Köder, hätte ich gesagt, noch einmal. Köder wechseln, so. Ja, lockt mit rasselnden Geräuschen große Fische aus der Tiefe an. Ja, das haben wir jetzt nicht gehabt. Lockt durch Vibrationsgeräusche nervöse Fische an. So, das war unser Standardding. Dann versuchen wir noch den hier. Mal schauen, was jetzt kommt. Ne, nicht wirklich was. Hoffen wir es mal, dass wir es von der Position da was finden. Ne, nicht wirklich. Auch nicht hier. Oh, müssen wir uns mal drehen. Drehen wir uns noch einmal um 180 Grad. Versuchen wir es halt mal noch einmal so einmal drehen. Nämlich einmal 180 Grad drehen, dass ich da zwischen die Felsen schmeiße. Weil da ist ja meistens einer. Willst du jetzt mal beißen? Also der beißt irgendwie nicht, hä? Jetzt! Ist ja witzig. Ja, das stimmt. Das war schon
Bitte. Wann er gebissen hat oder wann er beißen wollte. So, versuchen wir es nochmal. Das war schon mal gut. Da ist er. Oder war es der überhaupt? Ich weiß es nicht. Da, da ist er wieder. Ja, du hast einfach zu lang gebraucht. Hoffen wir mal, dass wir gleich zu ihm wiederkommen. Wo bist du? Ja, super, wo war der? Versuchen wir es mal noch dahin und dann beenden wir das hier mit dem Fischen. Weil sonst wird es ja langsam langweilig. Schauen wir mal, was wir da jetzt hier bekommen haben dadurch. Ich meine, ein Herzli haben wir schon mal, ein Herzteil. Oh komm, fertig, Feierabend. Da kommt keiner mehr. Alles klar, beenden wir es. Natürlich beenden wir es. Willst du wirklich aufhören? Ja, aufhören. Ich denke mal, das reicht erstmal. Was Fischlis hier angeht. Ach, das hat ja wirklich Spaß gemacht. Fische, die du behalten hast, kommen übrigens in dieses Aquarium. Lass uns bald mal wieder zusammen angeln gehen. Yeah. Gibt's dafür jetzt kein besonderes irgendwas oder sowas? Hey, lass das sein. Schade, ich hätte jetzt gedacht, es gibt was Besonderes, ja, aber anscheinend nicht so. Gut, dann gucke ich jetzt mal was ganz anderes noch. Ich habe ja selber eine Angel. Ich werde jetzt mal selber mal eine Angel reinschmeißen. Meine Angel natürlich, ich habe. Ja. Mal schauen, was passiert, wenn ich meine eigene Angel reinschmeiße. So. Nur mal kurz gucken, um zu schauen. Vielleicht beißt ja was. Nö, nicht wirklich. So, schauen wir mal von der anderen Position dahinter. Da hinten ist ja nämlich auch noch ein Mädel gewesen. Eigentlich, oder war das nur einfach ein komischer Schatten? Was steht da? Haltet die Natur sauber. Müll gehört nicht in den Teich. Ja, da gebe ich dir recht sogar. So, komm. Und rein. Sind aber auch Fischlis drin. Um ehrlich zu sein. So, da war mal nichts. Oh, Enten, süß. Paar Enten waren da. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, was das zu bedeuten hat. Ja! Krass! Ich weiß nicht, was angebissen hat. Ein Fisch? Ein Ordenwels, okay. Heimlich zu orten, genau wie du. Drücke nach unten und ja, bla bla bla. Ist ja lustig. Ist ja witzig. Es hat ja tatsächlich ein Fisch angebissen. Guckt mal das an. Oh, dann gucken wir mal. Was hier jetzt passiert? Ne, das war hier nichts. Nein, das war wirklich nichts. Aber sieh dir, guck mal, der eine Ball will auch wieder anbeißen. So, versuchen wir es mal in die andere Richtung. So, gucken wir mal. Ich weiß nicht, was gebissen hat, aber...
Oh, süß. Eine Grünkieme. Mhm. Alles klar. Da haben wir ja schon mal noch ein paar Fische gefangen. Aber wir zoomen jetzt noch einmal und dann gehen wir hier raus und machen natürlich mit dem nächsten Minispiel weiter. Jetzt haben wir genug Zeit eigentlich mit Angeln dann vergriffen, wenn wir mal ehrlich sind. So, und weiter. Aber ich weiß jetzt, wie es mit der normalen Angel funktioniert, ja? Das auch. So, und wenn es jetzt dann runter geht, dann heißt es, es beißt was. Jetzt. Süß. Gut, das ist ein beliebter Fisch, den lassen wir auch drin. Gut, dann haben wir hier ein paar Fischlis jetzt gefangen. Stellt euch mal vor, ich kann hier fischen und angeln. Und im echten Leben schaffe ich es nicht mal einmal. Doch, einmal hat ein Fisch angebissen, aber da war ich echt zu blöd. Wenn ich das wusste, das mit dem Einhaken, das ist wichtig. Das hat ja mein Schwiegervater gesagt. Das ist sowas von wichtig, wenn ein Fisch anbeißt, dass man dieses... Oh, okay. Alles klar. Interessant. Das finde ich jetzt echt traurig, um ehrlich zu sein. Das kam jetzt echt unerwartet. Muss ich ehrlich gestehen. Die ganze Aktion gerade hier. Aber dafür haben wir hier noch ein Ding. Das ist jetzt echt bitter. Komm. So. Jetzt kann ich wechseln. Nein, ich kann natürlich nicht wechseln. Sehr gut. Ich habe beide fertig gemacht. Sehr schön. Ich habe schon Angst gehabt, dass es nicht so funktioniert hat. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Das ist doch schon mal vorteilhaft. Gut. Hey, Hilfe! Wer bist du denn? Wie schaffst du es nur, mit einem Kampf gegen solche Monster so ruhig zu bleiben? Hm, du bist doch einer von den Guten. Aber wir müssen uns ja nicht im Stehen unterhalten. Komm doch rein. Okay, dann gehen wir rein. Aber wenigstens haben wir hier einen neuen Teleporter. Das ist doch schon mal vorteilhaft. Habe ich eine Angst gehabt. Ich dachte, ich würde das nicht überleben. In letzter Zeit läuft wirklich alles schief. Also erst einmal vielen Dank. Ich bin Tena. Ich verleihe hier Boote. Aber abgestürzte Felsen haben das den Fluss blockiert. Deshalb habe ich geschlossen. Weißt du, manchmal braucht man eben doch einen starken Mann. Für einen echten Mann dürfte es doch kein Problem sein, etwas dagegen zu unternehmen, oder? Nee, kein Problem. Wirklich? Das würde mir sehr helfen. Also, dann würdest du dich erst einmal um diese Felsbombe dort kümmern. Du bekommst Bomben und Pfeil von mir. Kombinieren sie zu Bomben und Pfeil und sprengen sie. Ja, na klar, warum nicht? So, erstmal der Bogen. Wo ist der Bogen? Da. Und Bomben. Kombinieren. So. Gut, ja, das ist ja kein Problem. RIP. Okay, noch mal. Unfassbar, stell dir mal vor. Super! Du hast es geschafft. Es gibt unterwegs noch mehr Felsen, die den Flusslauf blockieren. Bitte kümmere dich darum. Hier ist das Boot. Steig doch schon ein. Ja, kriege ich auch Bomben dafür? Flussabwärts ist es ziemlich gefährlich. Steig auf keinen Fall aus dem Boot aus. Meine Aushilfe wartet an Ort und Stelle auf dich. Sie wird dir dann genaueres sagen. Wenn du es schaffen solltest, überlasse ich dir zum Dank die Bombentasche. Ist doch ein faires Geschäft, oder? Also gute Fahrt. Okay, alles klar. Das heißt, ich muss jetzt echt... Das wird echt, glaube ich, jetzt nicht einfach. Hoffen wir es mal. Da ist einmal angenehm hinbekommen. Okay. So, das haben wir schon mal. Wow, wow, wow. Also es ist nicht einfach zu lenken, muss man sagen, gestehen. So, gut. Fuck. Komm. Ist gut, das ist auch gemacht. Rechts, 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 rechts. Wow, 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 wow. Okay, es ist nicht einfach zu lenken. Aber wenigstens haben wir es jetzt soweit schon. Gut, Blockade, Blockade. Okay. Wow, das geht ganz tief runter, glaube ich. Ah jo, und da ist die nächste. Das ist das, was sie gesagt hat.